Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew. Und zwar mit unserer Crew wieder mit den Crabs One. Hallo. Mit dem Mr. Tego. Hallöchen. Und mit dem Mr. Manus, der Hi, Leute. Hat die Scheine auf den Tisch gelegt und hat mal ein neues Fahrzeug gekauft. Oh, yeah. Ja, ich habe mir ein Pagani Huayra oder wie auch immer der heißt. Huayra geleistet. Da war nämlich im Angebot beim Performance Tuner oder beim Rennen, beim Rennshop, was weiß ich. Ja. Beim LA Autoshop halt. Und das Problem ist, mit dem können wir leider. Huayra! Ja, das Problem ist, den muss ich aber noch ein bisschen hochleveln, weil ihr seht, ich habe das schlechteste Auto gerade in der Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, geht's los, oder? Achso, da warte. Das ist dein Reifen ganz. 3, 2, 1, go! Ach ja, genau! Ist er wieder zieht, Junge? Tego ist. Oh, Tego, Alter! Da geht ja mehr wieder Lambo! Oh, nice! Bei mir wird's rechts angezeigt. Ich weiß nicht, warum ihr links fährt. Da ist auch eine Linie. Ja, hab ich einen falschen Weg? Nee, du bist richtig, Krabs. Aber du bist richtig, Krabs. Der ist kürzer. Polizei. Der ist kürzer, warum schickt der mich denn hier rein? Egal. Der ist 3 Kilometer kürzer, Krabs. Wo du fährst. Ich hab ja auch 12 Kilometer und ihr? Na, der andere 25. War 16. Was? 25 bei mir. Wieso? Wo schickt ihr mich lang? Nee, dann fahr dritt mal rum. Das ist doch kacke. Ja, ich dachte mir eben von der Polizei. Hier fasst mich eben, weil die zu doof. Die sind zu doof, mich zu fassen. Ich bleib sogar stehen und die fassen mich nicht. Hä, ja, die fahren weg von mir. Ich entkomme gerade. Ja, weil ich jetzt ein Bild Tower gemacht hab. Nee, ich steh hier. Guck mal, hallo. Ich steh hier einfach nur. Und ich entkomme. Das ist dumm. Jetzt zeigt er mir den. Ja, da wollte uns außen an der Westküste halt langleiten. Ja, warum nicht der Westen? Ja, das ist aber auch eine schöne Strecke. Hoppala. Ist der Manus Blitzreise. Hier Cockpit. Ich muss das selber nochmal setzen, okay. Klappt voll gut. Im Cockpit. Oh ja! Alter Schwede, ja, der Pagani, der muss auf jeden Fall noch gepimpt werden, das geht so nicht. Hat jetzt erstmal ein Level 40 Performance Kit drin, aber da geht noch mehr. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ganz komisch, also Klicky, der da mal ab und zu PvP-Events zockt. Der hatte auch noch ein Königseck mit drin gehabt, der war mit so Deutsch unterwegs, der Königseck hatte keine Chance. Das ist irgendwie ganz komisch. Wie seltsam. Voll in über 1000 PS. Ja, ja, stärkste, eigentlich das stärkste sein Fahrzeug, was es gibt, ne? Oder der Mann konnte nicht fahren, je nachdem. Also ich glaube, der Bugatti Veyron, der mit 1001 PS, der ist ja glaube ich sogar nur noch auf Platz 3, ne? Von stärksten Serienfahrzeugen. Mittlerweile. Ja. Aber... Ich glaube, die haben noch einen neuen rausgekommen. Ja, ich glaube, es kommt ein neuer mit 1200 PS. Ja, eben. Also da kommt noch... Komm mal an. Er fährt sowas schon. Reiche Menschen. Gibt es. Also so ein Bugatti Veyron. Alle schön. Verkauft. Alle Vorbestellungen sind verkauft. Also eben. Alle... Also Jay-Z fährt auf jeden Fall so einen. Hat er von seiner... Hat er doch von Beyoncé bekommen. Zum Geburtstag irgendwann. Was? Vor 3 Jahren oder so. Ja. Oh mein Gott, ey. Vor 3 Jahren oder sowas, irgendwie sowas, oder 5 oder sowas. Ich hab die falsche. Bei mir gab's Socken, toll! Ich hab hier die falsche Freundin. Na gut. Die hat mir noch nie. Die hat mir noch nie für 1,8 Millionen im Bugatti geschenkt. Danke, ja. Das nicht. Die falsche Freundin, nee, lass lieber. Ach man, na dafür hat sie mir andere Sachen geschenkt. Liebe, Essen. Ein Kind zum Beispiel. Ein Kind. Jawohl, ja. Das stimmt. Ja, super. Hast du eigentlich schon was zurückgegeben? Kann man das umtauschen? Wie viel Geld kriegt man da? Reicht das für einen Bugatti? Muss ich noch drauf zahlen? Ach nee. Das ist schwarzer Humor gerade. Ah, den verstehe ich. Das ist nicht schlimm. Schwarzer Humor in seiner Vollendung. Ja, also wirklich in seiner Vollendung. Herrlich. Ja, vielleicht hätte ich doch lieber da lang fahren sollen, wo ihr lang fahrt, weil hier ist es saukurvig. Ja, bei mir auch. Merke ich auch gerade. Ihr fahrt ja auch die gleiche Strecke, Tino. Das stimmt.
Bei mir ist das auch so. Weil wir fahren dieselbe Strecke. Oh Mann. Ja, ich hab mich auch zu euch setzen lassen. Die Strecke ist wirklich sehr gut. Hey, oh, jetzt wampelt mich hier einer. Also jetzt kommt ja der Kleine mit seinem Ding hier an. Wer? Der Kleine mit seinem Ding. Der Fedali? Ah, ne, ist ja kein Fedali. Ne, ne, ich bin da noch nicht bei Krabs. Bist du der Pagani? Randy, was machst du, Vollidiot? Ich guck einfach rechts, weißt du, und ich sehe da so zwei Pfeile, die aufeinander zufahren. Na eben, aber hier geht's auch lang. Hä? Richtig, ich wollte dich nur auf den richtigen Weg bringen. Hast du recht, hier ist schneller. Wirklich? Ich bin nämlich da. Bist du die Kurve gestreckt, die blaue oder die andere Linie? Ich bin die blaue gefahren. Ah ja, okay. Blau ist deine eigene Besetzung. Oh, da hätte ich fahren sollen. Ich bin Kreislauf-Kollauf-Kollauf. Geh hier. Park ihn mal ein. Warte auf euch. Ich hab auch eingeparkt. Dank Randy. Kein Problem. So, nimm mal an, würde ich sagen. Alter, meine Stoßstange hängt hinten runter. Randy, guck dir bitte meine Stoßstange an. Ja, nice one. So läuft das. Ey, du bist so ein Arsch, ey. Ja, du musst nur noch bestätigen, bevor es abläuft. Ja, aber trotzdem, ey, ohne Mist, meine Stoßstange hängt hinten runter. War das nach. Jetzt fahr ich schon mit dem Pagani! Ja, nein, ist ein Rennwagen. Gott sei Dank. Gerade neu gekauft, das Ding, ne? Ja, klipp und bar, klar. Schon Stoßstange. Okay. Platz 1 plus 0. Schön. Hardcore plus 16. Platin Hardcore. Hardcore. Ja, Platin extrem Vibes. Plus 18, ansonsten. Du? Alter! Der Charger! Wie geil sieht der denn aus? What the fuck? Ich glaube, ich muss mir einen alten Charger kaufen. Alter! Wenn da Stein kommt, dann ist der weg. Das ist, es ist eine Rennstrecke, du Held. Ja, sollte. Ja, vorne sehen Sie erstmal Rolex-Werbung, also kaufen Sie sich einen von Rolex. Alter, der Charger ist ja zu hart. Das ist ja richtig geil. Ja. Bremse richtig hart. Ja. Hab ich gemerkt, oh, ich werde gedreht. Ja. Hier komm, ich helfe dir. Ja, naja. Was wichtig? Nennen wir es helfen. nennen wir es kurz helfen. Boah, der Charger ist gerade vor mir, ey. Das Ding ist der Hammer. Jetzt hier bräuchte man. Wie die einfach auch mal Tempo auf dieses Upgrade scheiß Dirt für die Ideallinie. Hab ich. Weißt du, was die Ideallinie an, du Noob? Ja, weil, weiß nicht, vielleicht weil Leute in mich reingefahren sind. Oh, das war nice. Randy, warum schubst du den Charger weg? Ist doch voll viel. NPC ist. Achtung, ich komme! Oh Gott, weiß ich da. Geil, das ist genau dasselbe, ey, das ist so geil. Ich komme, BOM! Nice. Boah, man rutscht ganz schnell auf, wenn man da von der Straße abkommt, ne? Ja. Ach, mach Sachen. Und dann zieht er außen vorbei und dann nimmt er sich hier die Innenkurve. Danke für den Schubser. Du kommst nicht vorbei! Nice! Nice! Sag mal nur nein! Der kommt, du Bitch! Oh, ey. Ramm mich Krabs aus der perfekten Kurve weg. Sagt er, nein! Na, weil du eine Bitch bist, Mann, Alter! Weil du auch immer noch rammst! Ich hab's dir verdammt nochmal gegönnt! Oh Mann, jetzt bin ich letzter wegen dir Arsch! Ey, warum bin ich immer der Leidtragende für alles? Hör auf zu lachen! Geht nicht! Das tut so weh! Oh, ja, oh nein, das. Ich hasse diese Kurve! Ah, die Kurve ist geil, ne? Die kriegst du gar nicht, weil du kommst über diesen Hukel drüber und dann einfach mal rums, bis du da hinten mit Reifen starten kannst. What? Jetzt treffe ich der NPC? Das gibt's doch gar nicht. Letzter. Ey, ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen, alle, oder? Oh mein Weg Gott. Weg da, NPC! Ich muss hier in einer anderen Perspektive fahren. So, jetzt seid ihr alle dran, letzte wie viele Runden. Oh, letzte Runde, nice. Was? Hochkonzentriert. Also, damit man richtig glänzen kann, braucht es die passende Motivation.
Das ist ein Spacko. Ja, hat die vorhin gerufen. Was? Warum, weil wir hier ein Rennen fahren, auf einer Rennstrecke? Ach, die gehört sicherlich nicht uns, würde ich mal behaupten. Ja und, aber... Ich hab die gemietet, du. Illegale Rennen? Das gibt's ja wohl nicht. Mir können sie nichts, ich hab bezahlt. Ein illegales Rennen auf einer Rennstrecke, ja. Ey! Da zieht er aber hin! Oh, shit. Oh, ey, wie hast du was geschafft? Ich bin durchgehüpft. Bin ganz knapp an der Leitplanke vorbei. Also ganz knapp heißt, hab sie mit der Schlussstange Volley genommen. Ach Mann, ey. Kackmist. Immerhin alle im Ziel, das haben wir selten. Was? Hab ich voll gesabbert. Beim Trinken. Auto ist kaputt. Wow, Bronze. Minus 31. Dein Saku schicken aber ganz schnell. So, ich muss jetzt hier langsam mal Stufe. Oh, Stufe 49 bin ich gleich. Geil. Du kriegst extrem viel Erfahrung hier bei den Rennen. Da kann ich ja quasi nochmal zum Performance-Tuner und mir das Stufe 50-Kit einbauen, nein, oder? Nein, kann man nicht. Das gibt es nicht und das kannst du auch nicht. Ah, okay. So gerade. Ach so. Haben ein paar Jungs erwischt, aber nicht Troy. Das wird hart. Ich bleib mir Troy. Oh, jetzt haben wir drei Rennen. Alle von euch, die das hier hören, ihr seid. Ach, das ist ein Rennen? Nee. Nein, nee, das ist jetzt falsch. Ach so. Ich bin manchmal verwirrt. Ja, was soll ich mal gehen? Dann bist du Letzter. Markiere. Ja, lass mich gucken. Das geht eh noch geradeaus hier. Doch, angeschlagen haben wir. Woman gibt's? Angeschlagen. Nimm einfach die, die am nächsten dran ist. Oder angeschlagen halt. Das ist angeschlagen, das ist das nächste. Ja, dann nimm die. Das haben wir doch gerade gefahren, oder nicht? Nein. Wir haben nicht angeschlagen gefahren. Wir sind angeschlagen gefahren. Oh, fuck. Aber, excellence, mein Freund, excellence. Wir fallen falsch rum, Tino. Ernsthaft? Ja. Das ist verdammt nochmal scheiße. Was war das für ein Verrückter? Was war das für ein Hacker? Alter! Machen wir mal so ein paar Stunts. Junge, ey, da kommt ja über die Kuppe einer drüber gesammelt, ey, das gibt's ja gar nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir stehen jetzt bei 13. Krass. Kein Rennen, Mann. Ey! Ich sehe gar keinen Checkpoint. So, du Arsch. Mein Herz zerlegt meinen kompletten McLaren der Bella, ey, das gibt's gar nicht so. Weil ich will seine Karre einfach nur schneller! Mir dann Nito vor, da kommt Rennen. Oh, Junge! Ey, warte, komm, wir müssen hier erstmal das Dings fix machen. Ja. Oh ja, ey. Wer war's? Natürlich Teko, wer sonst? Ja, was? Doch du, warte, jetzt ey, kann ich nicht den Scheiß nochmal machen. Bitte nicht rammen. Ich selber, ich bin in die Kurve und kriegst auf einmal in der Innenkurve, kann ich ja nichts führen. Bitte nicht rammen. Gib da. Und es wird Gold. Ja, so nice. Gold. Oh. Das war nix, Teko-Wurst. Conchita Teko-Wurst. Ziel ausgeschossen. Oh, plus 21, wie geil. Mein Wagen ist zum Glück nicht kaputt. Ah, ich muss nochmal anhalten, scheiße. Das läuft ja, nicht nach Plan. Ich muss das Ganze normal machen, also von daher. Ach so, scheiße. Ja, ist ja meine Schuld gewesen. Ja. Ja, weil du in alter Rampen. Das ist ja, immer deine Schuld, verdammt nochmal. Er kommt von hinten an. Ich war nicht hinten, ich war neben dir. Ja, dann ja. Plötzlich. Ja, weil du musst so langsam fährst. Teko. Ja, in der Kurve, da haben wir volles Speed durch. Ich wollte dich nicht rammen. Sei mal lieber froh, dass ich nicht rammen. Musst du deine Karre mal querstellen? Das kann dein Deutsch hören. Ach, das erfordert das aber Fahrskill. Ein Chevrolet Camaro, aber. Chevrolet Camaro. Alle Sachen Deutsch. Corvette ist das, kein Deutsch. Ah, so. Keiner mehr hinter mir? Ist ja langweilig. Nee, ich bin auf dem Weg. Ich bin falsch abgebogen. Bei 60, 70.
Okay, 371 läuft er. Alter Schwede. Und dann Slalom, genau. Kannst du eigentlich rechte Seite halten? Das gibt's nicht. Ich war die ganze Zeit vor diesem Platin-Medaillengeist und hab nicht Platin bekommen. Was? Das ist aber auch blöd. Ja, das erkennen sie manchmal so. Ich war aber auch nicht einmal von der Straße abgekommen. Und dann hätte ich es ja noch verstanden, weißt du? Ey, ich krieg sogar Silber, obwohl ich nur die rechte Seite fahre. Ich wundere, dass du dich nicht beschwert hast, dass ich dich überholt habe. Ach nee, Bronze. Bronze, stimmt, Bronze war es nur. Scheiße. Wie schnell hattest du da jetzt drauf? Fuck, da ging's ab. Hast du gehört? Warte, ich kann absolut. Wie hattest du da drauf? Ich hab dich mit 392 überholt. Ja, das ist. Ja, du hast. Ist doch egal, wie viel ich drauf hatte dann, oder? ich glaube, ich hatte. Wie viel hatte ich? 330, 340 gerade? Hast du nicht gerade irgendwas mit 370 gesagt? Ja, aber Maximalgeschwindigkeit. Ja. Achso. Wer ist denn hinter mir? Natürlich. Oh nein. Hör zu, Five Tents. Ein Flieger aus Nevada musste Ladung abwerfen über Napa Valley. Lose Ware ist nicht gut fürs Geschäft. Kommst du hinterher, Tekko, oder was? Doch, jetzt gehen die Meterzahlen runter. Okay. Also erst ab 300. Oh, hier vorne abbiegen. Ja, wenn ich besser bei das Spiel aufgegangen. Was? Ne, passt. Aber der McLaren hat auch eine gute Beschleunigung, muss man sagen, ne? Der geht, naja, klar, hallo. Ach, wir sind da? Richtig. Oh, Idiot. Ich bin durch den Weinbau. Oh, hier sind erstmal fertig, meine Freunde, für den Part. Deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, bei den anderen vorbeigucken. Ihr wisst Bescheid. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.